Willkommen zu einer Minute mit Pastor. Ich lese heute aus Sprüche Kapitel 14, Vers 4. Ein ganz interessanter Vers unter vielen natürlich sehr interessanten Versen hier, vor allem natürlich unter Versen voller Weisheit. Aber dieser Vers hat ein bisschen meine Aufmerksamkeit erlangt, denn er hat mich an einen anderen Vers erinnert, und zwar am neutestamentarischen Vers. Und da heißt es im Vers 4, wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer. Aber die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. Im Grunde stellt sich die Frage, was fangen wir denn mit diesem Vers überhaupt an? Ja, wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer. Wo aber Ochsen ist, das bringt reichen Ertrag. Kann man durchaus natürlich auf Fleiß anwenden. Aber der Vers, der mir eingefallen ist, weil eben in dem ersten Teil es heißt, dass wo keine Rinder sind, da ist keine Krippe. Dass da eine, beziehungsweise die Krippe leer ist, oder vielleicht sogar auch, das heißt, dass die Krippe sogar sauber ist. Es hat mich erinnert an Neues Testament, im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 12, Vers 43, die Begebenheit, die wir hier haben, über die Rückkehr des bösen Geistes. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo es heißt hier, oder die Erzählung hier, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er die dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Und dann heißt es hier weiter, dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus. Na, das ist ganz interessant. Wenn der Teufel also ausgetrieben wird, in anderen Worten, wenn der böse Geist weg ist, dann geht er und versucht natürlich einen Platz zu finden, findet ihn nicht und möchte wieder zurückkehren, und er nennt es dann sein Haus. Ja, das ist schon mal die Lüge Nummer 1, die der Teufel gerne bringt. Und er meint, dass wir, der Tempel des Heiligen Geistes, sein Haus wären. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern wir sind immer noch der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Drei Dinge. Leer, gekehrt und geschmückt. Und das ist der interessante Teil, den ich zusammenbinden möchte mit der Schriftstelle in Sprüche 14, wo es heißt, dass wenn keine Rinder da sind, da ist die Krippe leer. Und zunächst klingt es ja vielleicht ganz gut, aber da wo leer ist, da wird es keine Nahrung geben, da wird es also kein Wachstum geben und es wird auch keinen Ertrag geben. Also es wird also zu etwas auf Dauer natürlich etwas Schlechtes führen. Wenn also das Haus Gottes oder der Tempel des Heiligen Geistes oder sogar das Vorratshaus, wie es sogar in Malachi heißt, wenn das leer ist, ja, dann führt es ja zu keinem Ertrag und es führt nicht dazu, dass irgendetwas Gutes passiert. Es muss also gefüllt werden. Aber die einzige Art und Weise, wie wir aus Sprüche herausgefunden haben, ist, dass es gefüllt wird, ist, wenn der Ochse also die Kraft bringt, wenn also ein Kraftaufwand tatsächlich entsteht. Naja gut, jedenfalls in Matthäus gehen wir da wieder zurück, da heißt es, dass dann das, als der Teufel wieder zurückgekommen ist, da fand er es leer, ne? Er fand es gekehrt und er fand es geschmückt. Und das ist genau das, was der Teufel möchte. Er möchte, dass wenn er uns angreift, wenn er auf uns zukommt, dass wir leer sind. Und dass wir so leer sind, dass er jederzeit wieder einkehren kann natürlich. Und rein sind natürlich. Und manchmal denken wir, oh, wenn wir leer und rein sind und alles gut ist. Und ich glaube, das ist das, was Corona auch gerade ein bisschen so mit uns tut, ist so, ja, wir sind leer und rein, wir machen uns keine Sorgen, gar nichts, alles ist gut und so weiter. Und sogar geschmückt, alles ist wunderbar. Aber es ist nicht gefüllt, es ist immer noch leer. Und das, was leer ist, das muss gefüllt werden. Und darum muss auch das Haus Gottes, es muss gefüllt werden. Der Tempel des Heiligen Geistes muss gefüllt werden, weil sonst hat der Teufel ein leichtes Spiel. Ein geschmücktes Haus tut ihm nichts. Oder sogar ein reingekehrtes Haus tut ihm auch nichts. Aber ich sage dir eins, wir müssen nicht nur von unseren Sünden Buße tun. Wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass unser Haus sauber ist und rein ist, sondern wir müssen sorgen, dass es gefüllt ist. Gefüllt voller Heiligen Geistes. Und so wird dann auch Segen da sein. Und so, dieses Wochenende, lass uns dafür sorgen, dass unser Tempel gefüllt wird.
Und ich glaube, dadurch werden auch andere Menschen natürlich gefüllt werden. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es nicht geschmückt ist und sauber ist, rein ist. Diese Dinge sind vielleicht gut, aber nur diese zwei Dinge, die werden den Teufel nicht abhalten. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass es gefüllt ist. Denn ein leeres Haus möchte gefüllt werden. Gottes Segen, bis morgen.